Mist, Mist, warum habe ich meinen Job ausgerechnet verloren? Der Chef sagt, es ist meine Schuld, aber das war nicht meine Schuld. Wie soll ich das bloß meinen Kindern erklären? Was für ein Tag. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen ausruhen. Wer ruft denn jetzt an? Hm? Hallo? Woher wissen Sie das? Ja, ich habe meinen Job verloren, aber wir können doch jetzt hier nicht aus der Wohnung raus. Wo sollen wir denn hin? Direkt nächsten Monat? Ich suche mir doch einen neuen Job. Das können Sie doch nicht machen. Aufgelegt. Kann es noch schlimmer werden? Ja, finde ich auch. Warte mal kurz, ich habe gerade ein SMS gekriegt. Hä? Ihr Vertrag wurde gekündigt? Was? Hast du das gehört? Ja, ich habe gerade eine SMS gekriegt, dass mein Handyvertrag gekündigt wurde. Hä? Aber Mama weiß doch ganz genau, dass ich den brauche, weil ich so viel telefoniere und... Ey, ich muss das klären. Ich melde mich bei dir. Mama! Was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Ja! Mama! Was ist denn los, Schätzchen? Ey, wie, was ist denn los? Lies dir mal die SMS durch. Wie, jetzt haben die auch noch deinen Handyvertrag gekündigt? Woher wissen die denn? Was heißt denn hier auch noch? Was ist denn noch? Ich habe meinen Job verloren, unsere Wohnung wurde gekündigt. Du hast was? Du hast deinen Job verloren? Mama, was hast du gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ich meine, der Chef meinte, es wäre alles meine Schuld, aber ich habe doch überhaupt gar nichts gemacht. Man verliert doch nicht einfach seinen Job. Und unsere Wohnung wurde gekündigt? Was? Was sollen wir denn jetzt machen? Wenn ich das wüsste. Also ich glaub's ja wohl nicht. Und mein Handyvertrag, jetzt kann ich nicht mehr telefonieren und nicht mehr WhatsAppen und... Oh Mann, ey! Ich weiß doch auch nicht. Du, wir sprechen da später drüber. Ich überleg mir was. Spreche ich erstmal mit deinen Brüdern. Ja, das macht's auch nicht besser. Ach, stimmt. Zack ist kam. Ach, der ist ja bei der Nachhilfe. Ich hab vergessen, ihn abzuholen. Ach, Mist. Hey. Na? Mama? Alles gut bei dir? Ich habe eine schlechte Note bekommen. Och, ja, du. Wir haben gerade größere Probleme. Ja, und es ist noch was passiert. Was dann? Ich muss die Schule wechseln. Ich hab mich mit einem Mitschüler gestritten. Wieso das denn? Ja, der hat was Gemeines zu mir gesagt und dann hab ich auch was Gemeines zu ihm gesagt. Und jetzt bin ich von muss die Schule wechseln. Auch das noch. Ja, du musst dich darum kümmern. Die Schule hat gesagt, du sollst dich jetzt dringend bei dem melden. Ich habe jetzt einen Schulverweis bekommen und ich muss zu Hause bleiben. Oh, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ja, ich kümmere mich drum. So, jetzt schnell los, Sack holen. Der wartet schon auf mich. Was ist das denn jetzt auch noch? Jetzt geht doch noch das Strom. Die haben uns den Strom abgeschaltet. Nein! Aua! Musste das jetzt auch noch sein? Oh, Hilfe! Oh nein, jetzt kann ich Zack nicht abholen und ich muss ja noch bei Zacks Schule anrufen und Zoe ist auch noch sauer auf mich. Oh nein! Hm? Wo bin ich? Ach. Das war alles nur ein Traum? Ja, es war nur ein Traum. Das Licht funktioniert noch. Es war alles nur ein Traum! Yes! Hey, Schätzchen. Hi. Na, funktioniert dein Handy noch? Dein Vertrag klar. Läuft noch, oder? Ja, sicher. Warum sollte der nicht laufen? Ja, der wird ja auch pünktlich immer bezahlt. Von ja? mir. Naja, das ist doch gut so. Und du freust dich darüber, oder? Ja, klar. Also ich bin froh. Ich kann den ganzen Tag im Internet sein, telefonieren, WhatsAppen, Instagram. Also wunderbar. Wieso denn? Wieso fragst du? Ja, also ich hatte einen Traum. Einen Albtraum. Ja, dein Handy kam auch drin vor. Also ich hatte abgeträumt. Mein Handy? Ich habe geträumt, dass ich meinen Job verloren habe. Okay. Dass,
Ja, also, dass unsere Wohnung gekündigt wurde. Gottes Willen. Außerdem, dann wurde noch dein Handyvertrag gekündigt und du Oha, hast... Oha, mein Handy. Okay, das geht so weit. Du hast mich dafür total angemeckert. Oh mein Gott. Natürlich würde ich dir, was denkst du, wie ich dich anmeckern würde. Aber nein, mein Handyvertrag wurde Gott sei Dank nicht gekündigt. Glaub mir, ich hätte mich da schon gemeldet. Aber dann, also und es war dann, nur... es ging ja noch weiter. Dann habe ich vergessen, Zack abzuholen. Und Zane wurde von der Schule verwiesen und am Ende bin ich auch gestürzt. Okay. Es war der furchtbarste Tag überhaupt, aber zum Glück war es nur ein Traum. Mama, erstmal ganz ruhig, es war nur ein Traum. Zack und Zane geht's gut, okay. Und außerdem kann Zane auch mal alleine von der Schule nach Hause kommen. Also es ist alles gut, es war nur ein Traum. Also beruhig dich erstmal, ja? Es war alles ein Traum. Soll ich dir, weißt du was, ich mach dir jetzt erstmal einen Kaffee. Bleib du mal sitzen. So, ich schätze, brauchst mir keinen Kaffee machen, danke. Ich bin irgendwie schon ein bisschen erleichtert. Ich guck mal, was Zane macht. Zaney! Hi, Mama! Hey. Du musst mir eine Unterschrift hier geben. Ich habe eine gute Note bekommen, eine 1. Ja. Und hast du dich mit jemandem in der Schule gestritten? Hm? Nein, wieso denn? Ich mag alle meine Mitschüler, die sind alle lieb zu mir. Du wirst nicht der Schule verwiesen? Nein, wieso soll ich denn von der Schule verwiesen werden? Bin ich froh. Ja, danke, Mama. Alles war nur ein Traum. Gut gemacht, mein Schatz. Danke. Was war das denn jetzt gerade? Hm, egal, dann spiele ich wieder mit Lego. Zack! Das war's. Ich hab Zack vergessen, meine Nachhilfe abzuholen. Das war wohl kein Traum. Ach nein, ich hab noch ein halbes Stündchen Zeit. Alles war nur ein Traum. Mann, ey, ich kann's nicht glauben, ey. Hey, wirklich. Lass Mama in Ruhe. So sprichst du nicht mit Mama. Hau ab. Oh. Schakalakalaka. Also, Kathi.